The trend is not your friend, zumindest aus der Perspektive des FC Eintracht Norderstedt. Die letzten drei Regionalligaspiele gingen verloren, damit ist der Abstiegskampf präsent und es grüßt eben von dort der TSV Havelse, die heute mit einem Sieg auf 1 Punkt Differenz in der Tabelle verkürzen wollen. Alle Mannschaftsteile der Norderstedter leiden indes stark unter der Verletzungsmisere selbst im Tor. Der erste Torhüter Johannes Höcker ist verletzt, der zweite Keeper Nick Nürnberger ist beruflich verhindert und somit kommt der dritte Torwart Tjaak Grundmann heute zu seinem zweiten Regionalliga-Einsatz für die Norderstedter. Und der sollte gleich mal auf die Probe gestellt werden. Havelse in den blauen Trikots von rechts nach links und diesen gefährlichen Ball von Jonas Sonnberg. Und Tjaak Grundmann, der Neuzugang von Altona 93 aus dem Sommer, rechtzeitig zur Stelle, besteht die erste Prüfung. Das Team von Trainer Dirk Heine jedoch mit den besseren Ansätzen zu Beginn dieses Spiels. Büyükdemir setzt sich hier durch über die rechte Seite. Und findet in der Mitte Nils Brüning. 1:0 für die Eintracht. 17. Spielminute. Der Neuzugang schlägt zu, der in den USA bei den North Carolina Tar Heels College Soccer gespielt hat. Jetzt wieder zurück in Deutschland ist. Und hier macht er sein erstes Tor für Norderstedt. Und auch im weiteren Verlauf die Gastgeber griffiger. Langer Ball, guter Ball von Lüneburg auf Büyükdemir. Und der Ball rauscht vorbei am Kasten von Havelse-Keeper Alexander Rehberg. Von selbst ging es nur bedingt bei Havelse. Es braucht dann schon Norderstedter Einladungen. Marxen klärt den hier unzureichend. Und dann Büyükdemir mit diesem Riesenfehler und die Riesenchance für Erhan Yilmaz. Klasse gehalten, mit den Fingerspitzen Tjaak Grundmann hier noch dran, bewahrt das 1:0. Und das zur Pause. Gerechtes Ergebnis, das sah auch das gut besuchte Norderstedt-Lazarett auf der Tribüne so. Rein in Durchgang 2, die an Dramatik noch ordentlich was zu bieten hatte. Julius Langfeld aus kurzer Distanz an den Arm von Dane Kummerfeld. Entscheidung, Elfmeter. Wir haben natürlich nochmal eine Verlangsamung, aus unserer Perspektive jedoch nicht zu erkennen. Ändert nichts an der Endgültigkeit der Entscheidung. Schütze ist Erhan Yilmaz und der trifft! 1:1, Havelse ist back. Grundmann noch dran, aber nicht mehr entscheidend. Ich war komplett dran, also ich habe die Hand eigentlich hinter. Wunder mich auch, ich dachte, ich habe ihn gegen den Pfosten gelenkt oder so und war dann sichtlich, glaube ich, erstaunt, dass er noch reingegangen ist. Relativ scharf getreten. Ärgert einen natürlich extrem, weil dann bleibt es beim 1:0 und dann kann ich jede Wette wetten, dass wir das Ding hier gewinnen. Und ja. Und mit dem Ausgleich der Gäste das Spiel jetzt stürmischer. Wieder das Duell Langfeld gegen Kummerfeld. Langfeld setzt sich durch und Grundmann dazwischen. Andere Seite. Kummerfeld findet Johann von Knebel. Gute Kopfballsituation, dann auf Stürmerfoul entschieden. Beide Mannschaften mit tollen Möglichkeiten. 77. Lucic für Havelse über die linke Seite, dann zu Fall gebracht im 16er. Und zum zweiten Mal heißt die Entscheidung Elfmeter gegen Norderstedt. In der Verlangsamung sehen wir das hier eindeutig. Also Erhan Yilmaz reloaded. 2:1 für den TSV Havelse. Spiel gedreht. Das vierte Saisontor von Erhan Yilmaz. Bis 2018 hat er noch in der Schweiz bei United Zürich gespielt. Jetzt hier mit dem Doppelpack, der für gute Stimmung auf der Havelse Fantribüne sorgt. Hinein in die Schlussphase. Und was hatten wir heute noch gar nicht? Richtig, Elfmeter. Also bitteschön. Brüning über die Seite und dann das Handspiel im 16er von Noah Blume. Schiedsrichter Jost Steken entscheidet sofort auf Elfmeter. Was will man in dieser aufgehitzten Debatte noch dazu sagen? Für mich eher kein Elfmeter. Im Fallen kurze Distanz, keine Absicht zu unterstellen. Also eine Fehlentscheidung. Veselinovic trat an und verwandelte nichts. Und damit hält Alexander Rehberg
den Gästen hier den Sieg. Norderstedt vergibt den Punkt in letzter Instanz und verliert damit mit 1:2, rutscht auf Relegationsplatz 15, mittlerweile nur einen Zähler von Abstiegsrang 16 entfernt. Eine Reaktion muss es am nächsten Sonntag in Lüneburg geben, im nächsten Duell der Kellerkinder. Ja, ich glaube, ärgerlicher ging es nicht. Wir sind dieses ganze Spiel die dominierende Mannschaft. Dann kriegen wir zwei ätzende Elfmeter, wo in meinen Augen, ich bin ja relativ dicht dran, keiner einer war. Beziehungsweise übers Handspiel, ich habe es nicht richtig gesehen, aber in meinen Augen waren es keine Elfmeter. Dann kriegen wir noch einen zum Ausgleich, zum möglichen Ausgleich. Den verwandeln wir leider nicht, aber das passiert halt im Fußball. Wir müssen das Spiel schon vorher gewinnen eigentlich. Wir haben die komplett dominiert, die hatten keine richtigen Chancen und ärgerlich einfach. Ja, wir sind heute nicht gut ins Spiel reingekommen, viele zweite Bälle verloren, Zweikämpfe waren wir nicht so griffig, wie wir eigentlich sein wollten, haben dann das Gegentor bekommen und uns in der Halbzeit nochmal so ein bisschen wachgerötet gegenseitig und ja, können dann froh sein, dass wir gut aus der Halbzeit kommen und ein bisschen zielstrebiger spielen und ja, dann bekommen wir zwei Elfmeter natürlich. Elfmeter ist immer so eine Sache, bin ich kein Fan von, aber ja, Handspiel, schwierig. Da eine Entscheidung zu treffen immer. Aber er hat sie auch auf der Gegenseite getroffen, also war das, denke ich, im Großen und Ganzen fair. Und ein Stück weit können wir sagen, dass wir glücklich sind, das Spiel noch gedreht zu haben. Ja.